Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Motorsport hier im Lamborghini Veneno. Ein sehr besonderer Lambo, dem wir jetzt hier heute noch den Vollaufbau aufsetzen werden und mal gucken, wohin uns das tragen wird. Als ob er so nicht schon besonders genug wäre. Nur 3 Stück von ihm wurden jemals verkauft, 4 Stück hergestellt, einer hat Lambo selber behalten. Der wird wohl auch nie das Hause Lambos verlassen. Denn von so einem besonderen Fahrzeug zu so einem besonderen Anlass kennt man sich dann doch nicht. Zu diesem besonderen Anlass werde ich gleich nochmal kommen, aber erstmal würde ich sagen, erzähle ich euch, was ich in dieser Folge vorhabe, was wir machen werden. Und ich fange einfach mal beim Jetzt an. Wir fahren ihn jetzt gerade auf 900, gucken uns das ein bisschen an, wie er fährt. Hier natürlich im Regen. Im späteren Verlauf werden wir uns das Ganze aber auch nochmal angucken, wie er gegen den Serien-Lambo mit 833er LI besteht. Wie werden wir das machen? Ich habe meine Zeitentabelle endlich fertig, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Und wir haben eine Eingangsmessung gemacht, wenn man so möchte. Sprich, ich bin den 833er Lambo schon auf Spa und Kyalami gefahren, Topspeed schon ausgemittelt. Und das können wir uns am Ende der Folge dann einmal angucken und miteinander vergleichen, was das Tuning hier wirklich gebracht hat, ob es was gebracht hat. Also ich meine, ja, wenn die 67 Li Einbau nichts gebracht haben, dann weiß ich alles, dann habe ich alles verkehrt gemacht. Ich glaube nicht, dass das so sein wird. Er wird also auf jeden Fall schneller sein, so viel kann ich euch schon mal sagen. Und das nächste Rennen werden wir nicht mit dem 900er Lambo fahren, sondern werden das mit dem Vollaufbau fahren. Da dürft ihr gespannt sein, auf welchen LI wir jetzt schon kommen oder dann kommen. Ich kann euch schon mal sagen, es wird nicht an die 998 rankommen. Er wird also in der gleichen Klasse bleiben. Von daher nehmen wir auch den 900er zum Vergleichen. Denn der Vergleich ist ja dann doch eher das, was man auf der Rennstrecke fährt. Oder was man in den Rennen fährt. Wenn man gegen irgendwen fährt, dann baut man ja doch auf einen glatten LI auf. Hier habe ich mich ein bisschen verbremst. Ein bisschen weit rausgekommen. Ist aber nicht schlimm. Ah, schon wieder. Nicht perfekt bekommen, die Kurve. Viel zu früh geschaltet. Was ist denn hier gerade los? Ja, kommen wir mal dazu. Warum ist dieser Lambo so besonders? Und warum wurden so wenige Stück hergestellt? Der Lambo Veneno wurde zum 50-jährigen Bestehen von Lambo hergestellt und entwickelt. Und aufgrund dessen haben sie nur 3 Stück hergestellt. Und als dieses Fahrzeug 2013 auf dem Genfer Autosalon vorgestellt wurde, hat Lambo auch noch verkündet, sie werden von diesem Fahrzeug noch eine ohne Version machen, also quasi eine Roadster-Version. Die ist dann 2014 erschienen, aber ihr könnt es euch denken, von denen wurden auch nicht gerade viele hergestellt. 9 Stück insgesamt, also auch hier ein sehr seltenes Fahrzeug. Wenn wir jetzt Veneno und den Roadster zusammennehmen, wurden quasi insgesamt 13 Stück hergestellt. Das rechtfertigt doch schon mal einen Preis von 10 Millionen. Für die Coupé-Variante. Habe ich schon in der letzten Folge erzählt. Hat ja vor kurzer Zeit einer es geschafft, nach Deutschland zu kommen, ein Veneno. Die japanische Variante oder die Variante, die in Japan gestanden hat. Aber ich würde sagen, wir kommen noch mal ein bisschen hier auf das Tuning zum Sprechen.
Ich habe in der letzten Folge, in der Mitte der letzten Folge gesagt, vielleicht bauen wir einen Toro ein und ich kann euch sagen, nein, das haben wir nicht getan. Aber wir haben was anderes gemacht. Wir haben den Hubraum auf 7 Liter erweitert. Dazu haben wir nicht nur den Motorblock aufgebohrt, sondern wahrscheinlich auch den den Kolbenhub mit verändert. Aber da müsst ihr die Techniker fragen, denn ich habe eigentlich nur drauf gedrückt und gesagt, 7 Liter Hubraum nehmen wir. Gemacht hat das irgendwer im Hintergrund. Dann haben wir nochmal ein bisschen eine Ansaugung gemacht, den Luftfilter geändert. Ja, noch so ein, zwei Kleinigkeiten am Motor verändert. Und sind dann auf den 900er Li gekommen. Und haben damit jetzt eine Leistung von 845 PS. Also 95 PS mehr als in der Serie. 748 Newtonmeter und ein Gewicht von 46 Kilo, sorry. Aber die Daten seht ihr auch nochmal am Schluss in der Tabelle mit eingeblendet. Den Topspeed habe ich noch nicht rausgefahren, werde ich dann aber noch machen. Und dann nehme ich nicht einfach nur die Zahl, die im Tuning-Menü angezeigt wird, sondern ich fahre das Ganze auf Le Mans raus, auf der langen... auf der langen Geraden ohne Schikane. Ja, und hier habe ich jetzt gerade meinen Vordermann einmal komplett weggeputzt. Strafe absolut gerechtfertigt. Aber irgendwie wollte er gerade nicht bremsen. Der Regen nimmt auch gerade ganz schön zu. Jetzt haben wir sogar hier nochmal Gewitter gehört. Das sind auf jeden Fall nicht die Bedingungen, in denen man dieses Fahrzeug fährt hier, wenn man ihn überhaupt fährt. Ihr seht schon, da muss ich schon die Handbremse zu Nutzen nehmen. Zur Hilfe nehmen wir, dass ich überhaupt um die Kurve noch ran rumkomme. Ich hoffe, wir haben im nächsten Rennen besseres Wetter. Für den Test haben wir natürlich dann besseres Wetter. Damit würde ich sagen, machen wir einen kurzen Cut. Wir sind auf P5 gelandet. Und damit, ihr hört es schon, gehen wir ins nächste Rennen mit einem selber... überpowered will ich nicht sagen, aber mit einem sehr, sehr leistungsstarken Veneno und sehr leistungsstark ist hier definitiv nicht untertrieben. Wir haben jetzt deutlich über 1000 PS, um genau zu sein 1120 PS mit 991 Drehmoment auf 1395 Kilo. Ihr merkt schon, da geht man vorher schon mal vom Gas. Bisschen enger das Fahrerfeld hier noch. Schön in die Kurve reingearbeitet. Dass er da das Heck verliert, da kann ich jetzt auch nichts für. Und hier auch nochmal in der Anbremsphase 2 geholt. In der Kurve selber. Doch auch nochmal ein. Somit sind wir jetzt hier definitiv sehr leistungsstark unterwegs. Und das auch auf Spa. Wenn wir uns also gleich die Zeiten angucken von dem 900er und 833er. Aber sogar noch eine Vergleichszeit hier zu dem maximal aufgebauten Veneno, der sich jetzt hier im Übrigen auf einem LI von 929 befindet. Und mehr kriegen wir jetzt hier wirklich nicht raus. Vielleicht mit einem Motorwechsel oder Antriebswechsel. Damit würden wir noch ein bisschen Gewicht rauskriegen, wenn wir von den Allrad wegnehmen, aber nein. Nein, einfach nein.
Muss man schon ein bisschen den Grünstreifen hier mit benutzen, gerade damit wir den überholen können. Was wir allerdings gemacht haben, ist, wir haben den Turbo eingebaut, wie ihr hört. Und das funktioniert auf jeden Fall mal richtig gut. Fährt sich auf jeden Fall gut, würde ich sagen. Und also mehr braucht er auf jeden Fall auch nicht. Er braucht nicht noch mehr Leistung. Das ist definitiv genug Leistung. Haben wir natürlich den Motor vom Aventador drin. Serienmäßig im Veneno schon. Können Veneno schon nochmal ein bisschen modifiziert. Jetzt hier die maximal stark modifizierte Variante. Und ich muss zugeben, bei der Leistung muss man sich ein bisschen konzentrieren. Er merkt sich, wird ein bisschen ruhiger. Können wir jetzt gleich den nächsten überholen? Ja, kriegen wir einen Side by Side hier durch die Kurve. Ja, jetzt hat er die bessere Bahn. Und da sind wir aber vorbei an ihm. Wenn es ums Rausbeschleunigen geht, macht dem Lambo hier jetzt keiner was vor. Zumindest noch keinen, den ich jetzt hier auf der Strecke getroffen habe. Nächsten abgeholt und eine Zeit von 2:19.141 auf der Strecke von Spa hier. Das ist eine sehr gute Zeit auf jeden Fall. Wer sich ein bisschen auf Spa auskennt und die Zeiten kennt, weiß, was so ein Brett die Zeit ist hier. Geht bestimmt noch schneller. Mich würde tatsächlich mal die Bestzeit interessieren, die hier mit dem Veneno möglich ist. Also wenn du Lust hast, dann nimm dir doch gerne mal den Veneno, tune ihn, fahr ihn hoch auf Maximum. Oder auf Maximum hochfahren brauchst du noch nicht mal. Und guck, was du rauskriegst mit dem Ganzen. Ich gebe das Tuning jetzt mal nicht frei, weil, sag mal so, wer jetzt hier eine bessere Zeit fährt, der wird sich das Tuning wahrscheinlich eh selber machen. Und sonst stellt er das Fahrzeug einfach nach dem Tuning-Guide ein, den ich mit Nordi auf für Forza Motorsport hier gemacht habe. Und dann schreibt er mir eure Zeit einfach in die Kommentare und den, ich sag mal so, den schnellsten werde ich dann anpingen, dass der oben steht. Aber sagen wir mal so, alles was unter 2:15 ist, will ich ein Bild haben von der Zeit, dass ihr die gefahren seid. Weil sonst kann ja jeder 1:03 reinschreiben oder so, ne?
Und an alle anderen, die sich jetzt denken, ja, aber ein Bild ist doch, kann man doch. Ja, ich weiß, dass man auch ein Bild bearbeiten kann. Aber wer das tut, um in einem angepinnten Kommentar ganz oben zu sein, na, glaube ich nicht. Es geht ja hier um nichts. Von daher glaube ich nicht, dass wir hier einen Videobeweis brauchen. Wer so eine krasse Zeit fährt, dass er selber es nicht glaubt, kann er ja gerne einen Videobeweis schicken, dann kann ich auch drunter schreiben, dass es legitimiert ist. Und unterm Strich kann man selbst sowas bearbeiten. Also ihr seht, wenn du wirklich da auf Nummer sicher gehen willst, dann musst du schon dabei gewesen sein. Aber ich glaube nicht, dass wir in der Liga hier spielen. Ja, und haben wir uns tatsächlich noch auf den ersten Platz vorgefahren hier. Das ist doch auf jeden Fall ein schöner Erfolg für dieses Fahrzeug und für die Videoreihe. Wir sehen, wie wir mit dem Fahrzeug immer weiter nach vorne gekommen sind und eigentlich ja schon Beweis genug, dass unser Tuning was gebracht hat. Aber um das Ganze komplett zu machen, gucken wir uns jetzt natürlich gleich einmal die Zeiten an und dazu ein bisschen Gameplay in einer schönen Kameraansicht im Hintergrund. Und damit würde ich sagen, da gehen wir jetzt auch direkt hin. Da sind wir auch schon in unserer Zeitentabelle. Ihr seht schon, die Zeitentabelle hat sich inzwischen ein bisschen gefüllt. Als ich das Video mit dem Veneno aufgenommen habe, war, glaube ich, der Veneno sogar das erste Fahrzeug. Also, ja, inzwischen gibt es ein paar. Wir haben den Veneno einmal auf Platz 13 mit 833er LI. Wie wir sehen, hinter einigen 800er Fahrzeugen. Und in der getunten Variante ist er auf Platz 7. Also aktuell auch der vorletzte neben 900er LI. Nicht das stärkste Fahrzeug also. Zumindest so getunt. Vielleicht kriegt ihn ja wer besser getunt. Und damit würde ich sagen, ihr versucht mal das Fahrzeug besser zu tunen als ich. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne das Tuning zuschicken und damit würde ich sagen, bin ich erstmal raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit sei tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!